3, 2, 1 und live. Hallo, herzlich willkommen zum Scientists for Future Klima in der Schule Symposium, zum KISS. Wir sind super happy, dass wir ein dermaßen großes Feedback aus der Community haben. Es haben uns unheimlich viele Leute geschrieben, wie toll sie das finden, was wir hier tun. Und zwar von allen verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen, Lehrern, MitarbeiterInnen in der Verwaltung, in den Ministerien, Lehrer, Leute aus der Wissenschaft. Es ist eine sehr, sehr breit getragene Veranstaltung. Wir sind bei über 1000 registrierten Teilnehmern. Wir freuen uns wirklich, dass ihr heute hier seid und ihr mit uns diese riesige Vielfalt erleben werdet, was es schon gibt, wo wir vor einem halben Jahr uns überlegt haben, was macht uns als Fachgruppe Scientists for Future Schule eigentlich aus? Wo wollen wir eigentlich contributen? Ist uns aufgefallen, es gibt fast alles schon. Es gibt unheimlich viele verschiedene Akteure in dieser Bildungslandschaft, die sich mit dem Thema Klima auseinandersetzen. Und es wäre total dumm, das Rad neu zu erfinden. Und damit genau diese vielen Akteure, diese vielen Best Practices, diese vielen Ideen, was da draußen schon passiert, in die Breite hinausgetragen werden, das haben wir uns als Aufgabe gesetzt und sind jetzt mit über 80 Beiträgen heute und morgen am Start. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu. Und es ist eine wahnsinnig positive große Resonanz. Alle Vorträge werden hinterher live auf YouTube sein, werden auch hinterher aufgezeichnet. Es gibt ganz viele Workshops. Und zum Beginn würde ich mich erstmal ganz herzlich auch bedanken bei Frau Rita Schwarzelöhr-Suttern für die Grußworte, die sie gleich sprechen wird. Sie ist Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und hat sich bereit erklärt, uns heute willkommen zu heißen. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Müller, sehr geehrter Professor Quaschning, sehr geehrter Dr. Hagedorn, sehr geehrte Frau Neubauer, ich sage jetzt einfach mal alle, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, und es ist für mich eine ganz große Freude, dass hier so eine große Resonanz da ist und so ein Engagement auch und Interesse für den Klimaschutz. Sich neben den anspruchsvollen Lehr- und Lernsituationen weiterhin fürs Klima einzusetzen, das ist anerkennenswert und ich schätze das ungemein. Mir liegt es sehr am Herzen. Ich habe gerade mit Dr. Möller schon vorher schon gesagt, wie können wir da so eine Initialzündung auch rüberbringen, damit dieses Thema, wo ganz viele Materialien auch da sind, dass es auch umgesetzt wird. Und das ist so wichtig, weil wir müssen jetzt wirklich beim Klimaschutz auch ans Umsetzen gehen. Und aber Sie tragen mit dazu bei, auch jetzt mit Ihrem Interesse und hoffentlich auch hinterher mit Ihrem Engagement weiterhin, dass Klimaschutz immer fester die Zukunftsaufgabe als Zukunftsaufgabe in unserer Gesellschaft verankert wird und ist. Und dieses Symposium greift viele Ideen auf und macht daraus ein ganz vielfältiges Programm. Ich habe mir das Programm angeschaut und habe gedacht, wow, das ist echt super, so vielfältig und so viele Impulse, die da auch zusammengebracht werden. Ich möchte mich ausdrücklich bei den OrganisatorInnen bedanken. Ihr Anliegen ist es ja, die Erkenntnisse der Wissenschaft breit zu vermitteln, und sie bereiten das für die Schule auf und integrieren die Wissenschaft im Bildungssystem. Sie haben die Fridays for Future-Bewegung frühzeitig unterstützt und in diesem Symposium wirkt dies fort. Fridays for Future hat den Klimaschutz in den Fokus des öffentlichen Interesses und der politischen Entscheidungen gerückt. Ich will einfach nochmal sagen, nicht nur in den Mittelpunkt, sondern sie haben wirklich ein ganz breites Interesse in der Gesellschaft geweckt. Und der Zusammenschluss von Wissenschaft und Schule, der hier gelingt, ist wirklich einmalig. Gemeinsam entfalten sie sehr viel Kraft, die auch in der Politik wirkt. Klimaschutz braucht sicherlich einen langen Atem. Es ist also nicht eine kurzfristige Aktion und dann ist es mal vorbei, sondern wir wissen alle, das ist ein Marathonlauf und wir müssen unsere Geschwindigkeit durchaus da voranbringen. Aber am Ende lohnt sich's. Nicht nur, aber gerade in der Klimapolitik sind wir, die wir in der Politik entscheiden, auf unabhängige Expertise, wissenschaftliche Expertise angewiesen. Wissenschaftsbasierte Politik ist glaubwürdig und Glaubwürdigkeit ist das Kapital der Politik.
Wissenschaft zeigt uns aber auch deutlich, wie der Klimawandel bereits wirkt. Und die Wissenschaft warnt und mahnt, und das muss sie, aber sie zeigt uns auch, wie wir gegensteuern müssen, und das kann sie. Also auch nicht nur die Situation zu beschreiben, das ist eine Aufgabe, und auch zu belegen, sondern auch mögliche Wege, mögliche Lösungen aufzuzeigen, was gibt es da und wie kann man das auch umsetzen, das ist ganz wichtig. Wir, Parlament und Bundesregierung, haben die Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, damit Temperaturobergrenzen eingehalten werden. Und die Folgen unserer Politik, des Handelns ebenso wie des Nichthandelns, werden in erster Linie natürlich der jüngeren Generation zu tragen haben, also die heutigen Schülerinnen und Schüler. Und klar, ich bin auch Mutter und ich habe das immer auch für mich als eine Leitlinie oder eine Motivation auch gesehen. Was sage ich eigentlich mal meinen Kindern, wenn sie erwachsen sind, oder meinen Enkelkindern, wenn sie mich fragen: Du hast das Problem gesehen, was hast du eigentlich gemacht und was hast du eigentlich dazu beigetragen? Und ich glaube, das ist unser Ziel, dass wir auch in Zukunft unseren Planeten, die planetaren Grenzen einhalten und das lebenswert zu erhalten. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen Jahren für den Klimaschutz viel erreicht. Jetzt weiß ich natürlich, dass ganz viele hinten dran jetzt sagen, auch wenn ich sie nicht sehe, das ist alles noch nicht genug. Und das weiß ich auch, dass wir da noch nicht am Ende sind und dass wir noch ehrgeiziger werden müssen. Ich nenne aber trotzdem ein paar Dinge, wo ich schon finde, dass es wichtige Entscheidungen waren auf diesem Weg und auch bei diesem Marathonlauf. Das ist zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Das haben wir erstmals in den Koalitionsvertrag geschrieben, den Kohleausstieg und natürlich auch das neue Klimaschutzziel der EU. Das war alles nicht einfach, denn es gilt ja auch immer, die unterschiedlichen Interessen unter den sprichwörtlichen einen Hut zu bekommen. Und die Interessen sind da oftmals sehr vielfältig. Was das neue europäische Ziel für Deutschland aber auch ganz konkret bedeutet, ist, auch das steht noch nicht fest, aber klar ist schon, dass wir über die bisherigen festgeschriebenen 55% bis 2030 hinausgehen müssen. Im Gegensatz ist schon festgelegt, dass wir bis 2050 treibhausgasneutral werden wollen. Dazu haben wir uns committed. Das 2030-Ziel ist also ein Meilenstein, allerdings auch ein sehr wichtiger Meilenstein. Das Klimaschutzgesetz ruft den Expertenrat für Klimafragen ins Leben, und neben der Wissenschaftsplattform Klimaschutz werden weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezielt in unsere Klimaschutzpolitik eingebunden. Drei weitere sehr wichtige Elemente des Gesetzes will ich nennen. Das ist einmal das Sektorziel oder die Sektorziele, also vor allem auch Gebäude, Verkehr, Energie und andere haben jeweils verbindliche Emissionsmengen, die dann auch hoffentlich jedes Jahr sinken. Zweitens gibt es, dass man das auch genau betrachtet, ob sie sinken, ein Monitoring, das das genau überprüft, die Emissionsmengen. Und drittens ist auch ganz wichtig, dass, wenn es nicht erreicht wird, das nachgesteuert werden muss. Überschreitet also ein Sektor seine Emissionsmenge, dann muss auch ein Sofortprogramm her und entsprechend nachgesteuert werden. Ja, und klar, natürlich hören wir immer, das ist noch nicht genug, wir sind zu langsam, und ich verstehe diese Ungeduld auch gerade bei jungen Menschen. Ich komme aus der Anti-Atom-Bewegung. Ich habe diese Geduld auch mir im Laufe der Jahre doch eher erlernen müssen. Ich finde auch wichtig, dass diese Ungeduld da ist, weil sie treibt auch an. Aber Politik hat auch die Aufgabe, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern. Wir müssen strukturelle Brüche vermeiden, Interessen gegeneinander abwägen und nicht gegeneinander ausspielen und Kompromisse aushandeln. Das gilt in Deutschland, in der EU und natürlich auf der globalen Ebene bei den Vereinten Nationen. Vielleicht ein Beispiel: Beim Ausstieg der Kohle haben wir auch die Strukturen in den betroffenen Regionen im Blick. Was passiert mit den Menschen? Was passiert dort mit den Branchen und auch neue Perspektiven eröffnen? Und gerade wir vom BMU haben auch gesagt, was passiert gerade in dem Bereich energieintensive Industrien, und haben ein Kompetenzzentrum in Cottbus gegründet. Ich finde wichtig, dass wir auch, wie gesagt, dass wir Lösungen auch anbieten, zum Beispiel auch über die
nationale Wasserstoffstrategie, wenn es um nachhaltigen Wasserstoff geht und wie man in Zukunft auch mit energieintensiven Industrien umgeht. Das hilft uns tatsächlich, die Menschen auch zu überzeugen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es gibt auf der Wegstrecke noch genügend Gegenspieler und auch Klimaleugner, die die Aufgabe auch nicht einfacher machen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam da auch in die Zukunft gehen und dass auch ein Weg ist, ein Pfad, der auch ganz klar Richtung Treibhausgasneutralität geht. Den Kohleausstieg habe ich auch deshalb erwähnt, weil die Energiewende der zentrale Baustein für Klimaneutralität ist. Und ich will auch dem Vortrag von Professor Quaschning nicht vorgreifen, aber klar ist, dass wir einen wesentlich deutlicheren Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Die fossilen Energien müssen auf eine Nulldiät, nicht nur beim Strom, sondern auch bei Wärme und Verkehr. Das ist technisch lösbar, sowohl für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft natürlich herausfordernd. Ist immer bequem, wenn alles beim Alten bleibt, aber diese Bequemlichkeit können wir uns nicht leisten, sondern wir müssen wirklich auch hier anpacken und da kann uns die Wissenschaft dabei auch unterstützen. Meine Damen und Herren, Fridays und Scientists for Future, Sie haben viel geleistet. Auch durch Sie und euch, sage ich jetzt, ist der Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Daraus muss jetzt eine breite gesellschaftliche Unterstützung für den notwendigen Wandel erwachsen. Dabei spielen Bildung und Schulen eine herausragende Rolle und das macht mich so zufrieden mit der breiten Teilnahme, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, an diesem Symposium. Ohne die Schulen als zentrale Lernorte, ohne eine zeitgemäße Klima- und Umweltbildung, ohne sie als Akteurinnen und Akteure des Wandels, werden wir diese notwendigen Veränderungen nicht auf den Weg bringen. Und Bildung und Schule fördern Problemlösungsmöglichkeiten und Handlungskompetenz. Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Wissen, Schülerinnen und Schüler referieren über Themen und vermitteln das ebenfalls. Es stellen erste Zusammenhänge und auch Wechselwirkungen fest, können das auch spielerisch vermitteln und erlernen. Kompetenzen, die für den Schutz von Umwelt und Klima zwingend sind, kann Schule als Ort, den alle besuchen, frühzeitig vermitteln und festigen. Ich sehe daher Schulen als einen ganz wichtigen Partner für den Klimaschutz und dass es funktioniert. Ich glaube, das kann ich sogar bei mir feststellen. Mein erster Klassenlehrer im Gymnasium hat den BUND Mitte der 70er Jahre mitgegründet, hat mich auf so einen Pfad gebracht. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie wichtig gerade auch die Kontaktpersonen, Lehrerinnen und Lehrer sind, weil die auch eine Empathie entgegenbringen und das tatsächlich wirkt. Umweltbildung hat schon länger für das Umweltministerium einen hohen Stellenwert. Seit vielen Jahren haben wir einen Bildungsservice mit zahlreichen Angeboten. Der steht quasi, ich sage immer, mundgerecht zur Verfügung. Unser Ziel ist eine handlungs- und beteiligungsorientierte politische Bildung, die kreatives und auch kritisches Denken fördert. Und so wollen wir eine aktive, informierte Teilhabe an gesellschaftlichen Transformationsprozessen ermöglichen. Mehr Details gibt es heute Nachmittag im Stream 4, wo unser Bildungsservice vorgestellt wird. Bildung zielt immer auch darauf, die Verantwortung für das eigene Handeln zu schärfen. Schulen spielen auch da eine wichtige Rolle, denn Klimaschutz bedeutet auch, sich mit den notwendigen Maßnahmen auseinanderzusetzen. Dazu zählen natürlich politische Entscheidungen, wirtschaftliche Strukturen, Produktions- und Konsummuster. Es geht auch darum, bottom-up eigene Initiative zu entwickeln, den alltäglichen Konsum und Lebensstil zu hinterfragen. Und wenn ich mal so eine Randbemerkung machen darf, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ist da irgendwie alles mal so auf den Kopf gestellt. Und es kann aber auch eine Chance sein, wirklich zu hinterfragen bei unseren Konsummustern. Was ist tatsächlich notwendig? Was wollen wir in die Zukunft? Wie wollen wir das verändern? Und das ist eigentlich eine gute Phase, um auch von bottom-up das mit zu gestalten. Der Schutz des Klimas betrifft uns alle und er muss von uns allen gelebt werden. Dabei geht es natürlich in erster Linie nicht nur um Verzicht, vielmehr geht es auch um das Wie.
Muss ich meinen Bubble Tea aus dem einen Wegbecher trinken oder kann ich Mehrweg nutzen? Kann ich auch vielleicht irgendwie ganz andere Gewohnheiten entwickeln? Müssen alle Klamotten neu sein oder kann ich sie auch tauschen oder Secondhand kaufen? Gibt es ein Produkt auch in einer umweltfreundlichen Verpackung oder sogar ohne Verpackung? Muss der Urlaub eine Flugreise sein oder geht es mit der Bahn oder vielleicht auch mit dem Fahrrad? Das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, wie viel Wucht auch und Kraft in unserem Alltag steckt, wie wir das selber auch in die Hand nehmen können, indem wir nämlich auch wirklich Routinen hinterfragen. Und dann müssen wir nämlich auch nicht, wenn wir das hinterfragen und auch selbst gestalten können, auch nicht verzichten. Verzichten werden wir in der Zukunft vielleicht auf das eine oder andere müssen. Aber ich glaube, es geht hier gerade noch mal drum, welche Möglichkeiten können wir auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung ausschöpfen. Auch da liegt ein großes Potenzial. Wir haben im BMU eine umweltpolitische Digitalagenda hier auf den Weg gebracht. Und ich glaube, dieses Potenzial ist noch weit nicht ausgeschöpft und bietet da Menge Möglichkeiten, in unserem Konsum auch entsprechend das zu nutzen, dass es effizienter ist und klimafreundlicher. Dieses Symposium mit dem Schulterschluss von Scientists und Fridays for Future macht mir persönlich Mut. Und ich versichere, Wissenschaft und Bildung bleiben wichtige Partner in der Umwelt- und Klimapolitik. Ich freue mich, wenn weiterhin alle zusammen an einem Strang ziehen bei dieser großen Herausforderung. Wir kommen aus der Pandemie hoffentlich dieses Jahr im Sommer raus. Und dass wir das dann geschafft haben, das zeigt uns doch auch, dass wir nochmal mit der riesengroßen Herausforderung auch Klimawandel das anpacken können und das entsprechend umsetzen. Ich wünsche Ihnen ganz viele gute Anregungen, viel Kraft auch und vor allem viel Erfolg bei der Umsetzung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schatzle-Sutter. Ja, Sie haben ein paar interessante Sachen gesagt. Sie können sich vorstellen, dass ich vermutlich nicht bei allen zustimmen kann. Und ich glaube, das geht auch manchmal unter Zuhörern so. Aber wo ich zustimmen kann, ist, dass es eine große Aufgabe ist, die wir angehen müssen, dass Bildung ein ganz wesentliches Element ist, um Leute zu empowern, Sachen zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen. Ich meine, letzten Endes geht es hier auch nicht um Naturschutz. Ich finde, das ist zumindest nach meinem Verständnis immer ein ganz oft ein Missverständnis. Es geht effektiv um, naja, Extinction Rebellion sagt das so schön, das ist die Rettung der Menschheit, weil das, was wir hier mit dem Planeten machen, wenn wir nicht aufpassen, wirklich existenzbedrohend für uns alle ist. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung sagt halt nachhaltig, dass das, was wir tun, auch weiter so funktionieren kann, dass wir auch noch weiter in 1000 Jahren Dinge tun können und nicht uns unsere Lebensgrundlage für unsere Nachfahren jetzt verspielen. Genau, in dem Sinne, es gibt eine schöne Zahl, ich glaube, die Hälfte des CO2-Ausstoßes des Menschengemachten ist zu meinen Lebzeiten oder ich glaube in den letzten 30 Jahren entstanden. Also es ist quasi kein historisch aufgebaute Schuld, im Großen und Ganzen sind wir das jetzt gewesen. Ja, es gibt hier ein paar Fragen aus dem Publikum, die würde ich gerne mal aufnehmen. Sekunde, das war, Moment, genau, vielleicht mal kurz an die Moderation. Genau, es gab einmal vielen Stellen der Hinweis, dass dieses Kompromisse schließen beim Klimaschutz halt wirklich etwas ist, was vielen sehr negativ aufstößt, weil es hier wirklich um existenzielle Fragen geht. Wie würden Sie damit umgehen? Sie haben ja auch vorhin gesagt, man muss den gesellschaftlichen Zusammenhalt finden. Ja, was wiegt da mehr und wie gewichtet man das? Die andere Sache ist ja, was ist die Alternative? Entscheidungen zu treffen, die keine demokratische Legitimation haben oder keine Akzeptanz haben. Was machen wir eigentlich, wenn es in die andere Seite kippt? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine Lösung findet, die partizipativ, und da meine ich jetzt nicht nur innerhalb von Parteien und Regierungen, sondern eine große, breite gesellschaftliche Beteiligung auf den Weg bringt, wo klar ist, wo die Reise hingeht und wie man gemeinsam diesen Weg umsetzt. Die Ziele zu definieren und die noch ambitionierter zu machen, das ist keine Kunst, sondern die Frage ist nachher, wie erreiche ich sie und wie schaffe ich da auch, wie kriege ich alle hinter diese
diese Strategie dann. Also ich glaube, eine Chance kann sicherlich sein, jetzt aus diesem, ich habe es gerade gesagt, aus dieser Zeit der Pandemie, wie sieht eigentlich das neue Wir in unserer Gesellschaft aus? Wer hält wie zusammen? Gibt es dann Leute, die sagen, so, hinterher, jetzt mache ich aber mal all das, was ich in dem letzten Jahr nicht gemacht habe und jetzt gib ihm? Oder kriegen wir das eigentlich auch hin und sagen, boah, das geht eigentlich auch ganz anders. Man muss nicht überall hinreisen und man muss nicht jedes Wochenende mobil sein mit Flugzeug und Auto. Also was lernen wir auch da draus? Und ich finde, die Soziologen haben eigentlich jetzt mal Hochkonjunktur, auch da nochmal was beizutragen. Ich will einfach nochmal dafür werben, eine Entscheidung zu treffen und durchzuboxen, das ist das eine, aber es nachher umzusetzen. Ich möchte da keine Entschuldigung, das als solches zu betreffen, dass man nicht den Mut hat, einen geraden Rücken zu machen und zu sagen, so, diese Entscheidung halte ich für wichtig und die treffen wir jetzt, sondern die Frage eher dahingehend zu sagen und eine Antwort zu finden, wie ziehen nachher alle an einem Strang, wie kriege ich das, dass wir das entsprechend mit der Akzeptanz vielleicht sogar schneller umsetzen können. Und eine letzte Frage aus dem Chat, die haben wir auch im Vorgespräch schon angedeutet. Es fängt jetzt gerade, wenn wir vom Stichwort Schule reden, ganz viel damit an, dass auch Dinge vermittelt werden. Vielen ist vielleicht ein Begriff, dass BNE jetzt in den Leitlinien steht, aber letztendlich wird es doch in vielen Schulen nicht umgesetzt, weil keine Zeit da ist, weil immer andere Sachen dringender sind. Auch Stichwort Lehrerbildung und dort Konzepte vermitteln. Ich weiß, das ist nicht Ihr Ministerium, aber vielleicht können Sie auch noch dazu ein paar Worte sagen. Eigentlich liegt es ja so auf der Hand und als ich auch verhandelt habe bei der UN für die Agenda 2030, habe ich gedacht, boah, das ist so ein inspirierend, motivierendes Paket und das kriegen wir in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften auf den Weg. Wir hatten ja auch von UNESCO das Jahr der nachhaltigen Bildung. Und ganz viele Angebote gibt's. Woran scheitert es eigentlich, dass es nicht umgesetzt wird? Und dann frage ich selbst mal nach und sage, na, ist es im Lehrplan? Ja, ja, steht alles drin. Am Ende, wenn es verpflichtend ist und nicht richtig mit eingebaut wird in den einzelnen Bundesländern, dann steht und fällt es am Engagement, an der Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir Nachhaltigkeit, also sowohl das Soziale, das Ökonomische, das Ökologische, was ja in der Nachhaltigkeit verknüpft ist, das ist genauso wichtig wie eine Gleichung lösen oder wie vielleicht auch mal Biologie. Und deswegen gehört das eigentlich schon von den ersten Metern an, dieses Grundverständnis zu vermitteln und auch das Fundament zu legen. Ich würde mir wünschen, dass es einfach wirklich dazugehört, wie Rechnen, Schreiben, Lesen lernen. Dankeschön. Genau, jetzt gucke ich gerade mal, ob wir eine Frage noch aus dem Chat vom YouTube aufgreifen können. Genau, ja, das mit der Schule hatten wir, glaube ich, schon geklärt. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt einfach mal demnächst dann in die Diskussionen ein, in den verschiedenen Workshops, die wir haben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihr Kommen heute und für Ihren Beitrag. Und ich wünsche, ich freue mich darüber, dass Ihr Ministerium auch beteiligt ist an einem Konferenz hier und einen Beitrag dazu leistet. Ich würde jetzt noch ein paar Ankündigungen machen, bevor es dann in die einzelnen Vorträge, Slots und Workshops gibt. Wir haben heute 3 bis 4 parallele YouTube-Streams. Der erste geht jetzt hier gleich in 15 Uhr einfach nahtlos weiter. Dann gibt es 2 weitere, in der Stream 2 und Stream 3. Die fangen auch um 15 Uhr gleich an. Dann gibt es den Stream 4, der fängt um 17 Uhr an. Das ist, glaube ich, auch Ihr Ministerium dabei, direkt am Anfang. Und parallel dazu haben wir 2 Workshop-Bereiche. Das Ganze geht über Big Blue Button bei den Workshops. Das heißt, es gibt für jeden einzelnen Workshop einen eigenen Raum. Die Links zu diesen Räumen werden immer 3 Minuten vor der vollen Stunde bei uns auf der Homepage unter schule.scientistsforfuture.org/Programm veröffentlicht. Direkt oben gibt es eine Übersicht und da kann man immer sehen, was der aktuelle Raum für den nächsten Workshop ist. Wir veröffentlichen sie deswegen nur 3 Minuten bevor Beginn, da wir maximal 100 Leute pro Raum reinlassen wollen. Und es ist dann First Come, First Serve. Also man darf sich jetzt hier nicht Stunden vorher Sitze reservieren. Aber für alle Leute, die dann es nicht geschafft haben, in den Workshop zu kommen, nächstes Mal sorgen wir für mehr Ressourcen und auf YouTube sind wir auch uneingeschränkt verfügbar. Noch alle Vorträge, die wir heute und morgen haben werden, wird es hinterher zum Nachschauen, zum Nachhören geben. Man kann hier auch jederzeit Pause drücken und zurückscrollen.
Es soll also niemand etwas verpassen. Genau. Es geht hier auch gleich im Anschluss weiter. Da übergebe ich dann aber an die separate Moderation für. Noch einzelne Programmhinweise. Bitte den Chat in YouTube benutzen zum Fragen stellen. Wir lesen das alles mit. Wir sammeln die richtig wichtigsten Fragen heraus. Stellen Sie dann den Referentinnen. Wir haben die ganze Zeit parallel zu YouTube und zu den Workshops unseren Spatial Chat offen. Da kann man seinen eigenen Avatar über eine Landschaft bewegen und kann sich wieder im Foyer mit seinen Mitstreitern unterhalten. Je nachdem, wo man in der Nähe steht, kriegt man das mit oder auch nicht. Also wie so eine Art Foyer-Situation. Man geht von Grüppchen zu Grüppchen und kann dort mitzuhören, mitreden. Da mache ich nochmal Werbung für. Und heute Abend wird der Hauptteil der Konferenz für den heutigen Tag mit einer Keynote von Lisa Neubauer enden von 19 bis 19.30 Uhr und danach dann Open End weiter in Special Chat. Und morgen früh geht es dann um 13 Uhr, oder morgen Mittag geht es um 13.45 Uhr weiter, wieder hier auf YouTube und in den Workshop-Räumen. In dem Sinne, vielen Dank euch allen und ich wünsche uns eine ganz, ganz große, grandiose Konferenz mit über 1.000 Teilnehmern, mit über 100 Referentinnen und Referenten aus allen Schichten der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Politik. Gut, vielen Dank, Frau Schwarz-Sittner, und bis bald. Tschüss. Tschüss.